Another day, another adventure. Dieser Ausflug wird den drei Mountainbikern wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Die Sportler erkunden die schottischen Highlands und filmen ihre Tour, um sie später bei YouTube zu teilen. Oh, the weather is optimum. Dann kommt es zu einer ungewöhnlichen Begegnung. Mitten in der Natur spaziert ihnen König Charles III. Entgegen, ganz allein. Der 74-jährige Monarch, der hier im Urlaub sogar ganz ohne Leibwächter unterwegs ist, stoppt für einen freundlichen Smalltalk. Die Sportler erzählen von ihrer Übernachtung in einer öffentlichen Wanderhütte. Das freut Charles. Er berichtet, dass er die Unterkunft unlängst renovieren ließ. Bei den Bikern hinterlässt das kurze Treffen einen bleibenden Eindruck. That was a king. Man trifft nicht alle Tage auf den König, schreibt der Mann hinter der Kamera, Andrew McAvoy, zu dem Video. Und weiter? Ich bin kein großer Fan der Königsfamilie. Man könnte sagen, ich bin gegen diese Institution. Das heißt aber nicht, dass ich das Treffen mit König Charles nicht genossen habe. Außerdem ändert es nichts daran, dass er ein sehr netter Gesprächspartner war.